Sind wir sich ehrlich, Reiseenduros, schön und gut, nur wenn Offroad nichts für einen ist, was nimmt man dann? Gerade für Fahranfänger stellt sich oft die Frage, irgend so übermotorisierte Sporttourer oder doch was Langbeiniges, das wieder hoch ist. Ich denke, dass die Triumph Tiger Sport 660 ganz was Attraktives sein könnte, aber ob sie sich auch zum Alltagsgerät schlechthin, zur quasi Daily Bitch eignet, das haben wir hier in Spanien überprüft. Wird leiwand, bleibt's dran. Der grausliche kalte Winter hat uns aus Österreich vertrieben und wir haben uns eine neue Zuflucht gesucht, eine sozusagen eine 1000 PS Exklave hier in Katalonien, Raum Barcelona, und hier produzieren wir alle möglichen leibenden Testvideos für euch, nur so klein, so zum Gustieren, Multistrada V2S, die große V4 Multistrada, Tiger 900, Rally Sport, Super Duke, Street Fighter V2, es kommen noch ganz viele Orge-Videos, also am besten jetzt abonnieren, dann verpasst ihr auch garantiert nichts davon. Aber natürlich, wenn wir dann so unterwegs sind und rumcruisen, da haben wir schon ziemlich viel Kameraequipment mit. Und irgendwie braucht man auch Platz oder ein Gefährt, um dieses Kameraequipment mit zu befördern. Autos, ja, sind zach hier auf dem Channel, bevorzugen wir die zweirädrige Fortbewegung. Also haben wir gedacht, wir brauchen etwas Praktisches, etwas, was sich gut bewegen lässt, auch noch Spaß machen soll. Ich meine, der Kameramann will ja auch Spaß haben. Und wo aber trotzdem es genug Stauraum gibt, um all das Klumpert zu verstauen. Triumph Tiger Sport 660 ist jetzt quasi das zweite Stück der neuen 660er Modellreihe nach der Trident letzten Jahres. Und sie möchte quasi so einen zugänglichen Tourer hin auf die Beine stellen, die das sowohl für Fahranfänger als auch schon für erfahrene Piloten so einen guten Kompromiss bietet und kein mörderisches Sportgerät, aber auch kein weichgespülter Cruiser. Dieser Dreizylindermotor ist ja quasi das Sinnbild des Kompromisses zwischen Zweizylinder und Vierzylinder, quasi drehmomentstark, doch leistungs- oder doch drehfreudig, sagen wir so. Wer vielleicht noch mehr zur Tiger Sport 660 wissen möchte, den empfehle ich hier den ersten Test von Bocchi. Der war in Portugal damit unterwegs und waren auch mächtige Aufnahmen. Jetzt hatten wir aber doch eine Woche mit der Tiger Sport 660. Da kann man noch mehr auf die Einzelheiten eingehen, kann noch mehr wirklich erfahren, wie das ist, so wirklich im Alltagsgebrauch. Wer aber schon mal in Barcelona weiß, der Verkehr ist ein absoluter Irrsinn. Und man würde meinen, mit den Koffern ist das dann zach, aber jetzt kommen wir vielleicht gleich zur ersten Charakteristik der Triumph. Sie lässt sich spielend leicht bewegen, weil erstens ihr Motor unfassbar gutmütig ist und zweitens durch den breiten Lenker sie sich ganz, ganz fein dirigieren lässt. Kommen wir vielleicht zuerst zum Motor. Dieser Triple bietet, wie schon gesagt, einen perfekten Kompromiss, nämlich einerseits, das sieht man schon in den Daten an sich, 81 PS liegen bei 10.250 Umdrehungen an, gleichzeitig aber liegt das maximale Drehmoment von 64 Newtonmeter schon bei 6.250 Umdrehungen an. Das zeigt schon perfekt, dass sie zwar die Endleistung, Dreizylinder typisch erst im letzten Drittel des Drehzahlbandes hat, also man muss es rausdrehen, aber es fühlt sich schon noch viel mehr auch untenrum an, weil das Drehmoment doch schon so früh anliegt. Und das macht es dann aber auch leicht, wenn man gerade eher untertourig fährt im Stadtraum und da möchte man aber mal schnell beschleunigen, gerade in Barcelona. Man muss sich durchwuseln, sonst verliert man. Sonst ist man von Anfang an auf der Verliererseite. Und dann braucht es halt einmal auch, man kann nicht dann gleich immer zurückschalten, obwohl das mit dem hier verbauten optionalen Quickshifter sehr gut geht. Trotzdem, man will auch einmal im gleichen Gang einfach schnell beschleunigen und das hohe Drehmoment ermöglicht das ganz, ganz unkompliziert. Auch bei den gröberen Bodenunebenheiten, die man doch hier öfter antrifft, schlägt sie sich gut, denn erstens, das Fahrwerk ist auf der komfortableren Seite. Wir haben vorne eine 41 mm Upside-Down-Gabel und hinten ein Federbein
Einstellbar jetzt haben wir hinten nur die Federvorspannung, dafür aber schön praktisch mit Handrad. Und das ist Ganze schon auf gemütlich gemacht und zusätzlich mit der, finde ich, gelungenen Sitzposition, die ebenfalls sehr, sehr relaxed ist. Also man sitzt da schön in dieser Kuhle, Kniewinkel äußerst entspannt, selbst ich, also 1,85, guter Durchschnitt, das passt. Der breite Lenker, man sitzt sehr aufrecht da. Ich bin aber voll der Lauch, deswegen für mich hat das wirklich passt, auch noch die Abstimmung vom Fahrwerk. Klar, komfortablere Seite, dennoch voll okay. Allerdings im Sozius-Betrieb oder wenn man eben nicht so ein Strich in der Landschaft ist wie ich, zum Beispiel der Pocky, gestandener Mann, der hat gesagt, er hat wirklich gespürt, dass das Fahrwerk dann bei ein bisschen sportlicherer Fahrt oder eben im Sozius-Betrieb oder wenn man sich auch vorstellt, Beladung, passt hier einiges rein, dann kommt es doch an die Grenzen und da fehlt dann ein bisschen, dass man das schärfer, härter stellen könnte. Übrigens, weil ich sage, viel Platz haben wir mit an Bord. 57 Liter haben allein die zwei Seitenkoffer gemeinsam und noch einmal 47 Liter gibt es mit dem Top Case. Also da kann man richtig, richtig viel mitnehmen und wurscht, ob es ein Haufen Helme sind oder ein Haufen Kameraequipment, findet man ganz sicher Platz dafür. Es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass nur für Fahranfänger und Einsteiger gemacht wurde. Auch erfahrene Piloten, denke ich, können ihren Spaß auf der Tiger Sport 660 haben. Denn dieser Motor bietet so eine Vielseitigkeit, dass es wirklich Spaß ist, ihn zu bewegen. Wir waren bei Torre del Mar, das ist der Küstenabschnitt schon von Barcelona in Richtung Frankreich. Und ich sage es euch, wenn ihr jemals in die Gegend kommt mit dem Motorrad, fahrt unbedingt die Küstenstraße. Sicher Top 3 Straßen, die ich je gefahren bin. Perfekter Asphalt, so richtig rau, perfekte Aussicht, Meer die ganze Zeit, Strände dazwischen. Oh, ein Traum, ein Traum. Und auch da hatte ich wirklich Spaß mit der Tiger Sport 660. Natürlich, das Fahrwerk ist der, würde ich sagen, der limitierende Faktor. Die Bremsen sind jetzt auch nicht übertrieben scharf, aber dennoch fein dosierbar, finde ich, bieten auch zumindest im relativ unbeladenen Zustand genügend Bremskraft, damit man da auch schön ankern kann vor der Kurve. Aber eben die Gabel taucht dann schon ziemlich stark ein und auch bei Bodenwellen in Schräglage kommt ein bisschen Bewegung ins Fahrwerk. Dennoch Dreizylinder heulen lassen, wirklich dann zwar das am Kurvenscheitel zuerst das starke Drehmoment ausnutzen und dann hochdrehen, Endleistung, ist einfach eine Freude und also eine simple Freude auf diesem wirklich leicht zu handhabenden Gerät, aber das heißt ja nicht, dass es nur für Anfänger ist. Kommen wir aber noch zurück zu unserem Alltagstest, denn wir sind ja nicht nur geballert, sondern wir sind auch viel auf der Autobahn unterwegs gewesen im Ortsgebiet. Der Motor im Ortsgebiet macht es einem auch leicht. Auf der Autobahn hat man hier ein wirklich leicht mit einer Hand auch während der Fahrt verstellbares Windschild. Das finde ich auch guten Windschutz bietet. Es ist relativ breit, geht hoch rauf. Das hat gut gepasst. Ausstattungstechnisch sind wir hier nicht ganz in Serie unterwegs. Es sind aber schon einige Sachen, die sich meiner Meinung nach wirklich lohnen würden, dazu zu nehmen, sind dabei. Wir haben einmal einen Quickshifter, der gut funktioniert, egal ob sportlich, egal ob im Stadtgebiet. Der funktioniert einfach. Triumph macht prinzipiell, finde ich, gute Quickshifter, so auch hier. Die Zusatzscheinwerfer sind noch drauf, haben hier einen richtig fetten Schalter. Ja, ob man die braucht oder nicht, muss man selber entscheiden. Kofferset gibt der Tiger Sport 660 noch einmal gigantisch viel Vielseitigkeit dazu. Und nicht zu vergessen, Heizgriffe. Wir sind zwar hier in Spanien, aber es ist trotzdem Ende Februar, da wird es auch hier empfindlich kalt, gerade in der Früh oder am Abend. Und die Heizgriffe mit dem kleinen, schön versteckten Schalter direkt am Griff haben auch gute Dienste geleistet. Auch die Reichweite geht in Ordnung. Wir haben uns circa ziemlich genau bei 5 Liter auf 100 Kilometer Verbrauch eingependelt. Mit dem knapp über 17 Liter fassenden Tank kommt man gute 350 vielleicht Kilometer weit, kommt natürlich stark auf die Fahrweise drauf an. Fassen wir also mein Gebrabbel kurz und knackig zusammen. Ich glaube, wenn man vielleicht nur ein Motorrad haben möchte oder kann, dann ist man mit der Triumph Tiger Sport 660 ziemlich gut beraten. Vor allem, wenn man etwas nicht übertrieben starkes, aber doch quirliges, agiles, vielseitiges sucht, ist sie echt ein gutes Motorrad. Ganz klar, wenn man mehr
zu zweit vielleicht fahren möchte, da stößt das Fahrwerk einfach zu sehr an die Grenzen. Auch wirklich sportliche Fahrer werden genau aus dem gleichen Grund damit nicht so wirklich glücklich werden. Aber egal ob Anfänger, die dann über die Zugänglichkeit froh sind, oder einfach schon erfahrene Piloten, die sagen, 80 PS, Touring und auch Sportlichkeit, so leichte, ein bisschen zum Spaß haben am Wochenende oder eben auch für Touren, mit gemütlichere Touren, mit ein bisschen Sport, Spaßfaktor, da passt das auch ziemlich gut rein. Und dieses Gesamtpaket könnte dann noch interessanter werden, aufgrund des doch recht attraktiven Preises. In Österreich liegen wir hier knapp unter 10.000 Euro, in Deutschland sind es 8.700 Euro und in der Schweiz knapp unter 10.000 Schweizer Franken. Was für eine doch so tourentaugliche Maschine richtig gut dabei ist. Bis jetzt war die Klassenkönigin dieser, sag ich mal, leichten Mittelklasse-Tourer doch, würde ich sagen, die Tracer 7. Aber auch die Kawasaki Versys 650 und eben jetzt die Tiger Sport 660, die sind alle neu. Und deswegen wird es interessant, wie sich die Tiger Sport im Vergleich mit der Konkurrenz schlägt. Diesen Vergleich Tracer 7, Tiger Sport 660 und Kawasaki Versys 650 wird fix dieses Jahr auf 1000 PS bleiben, also bleibt gespannt, ich bin's auch schon. Und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als hier ein bisschen die Sonne am Strand in der Nähe von Barcelona zu genießen, mir vielleicht ein Mojito, naja, nicht am Motorrad natürlich, wir sind verantwortungsbewusst, einen alkoholfreien Mojito gönne ich mir vielleicht und dann geht's wieder zurück zum Quartier. Für mein Klumpert habe ich Platz, was will man mehr? Ich sag danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns sicher bald wieder mit vielen leibenden weiteren Spanien-Videos und darüber hinaus. Danke fürs Zuschauen, pfiat euch, adios muchachos.